Hallo und herzlich willkommen bei All Wheels Outside. Heute fahren wir zum Easy Köll und ihr dürft mit uns mitfahren. Los geht's am Ackkoll. Zunächst müssen wir das Tal wieder herunterfahren, um auf die M77 zu kommen, der wir weiter nach Norden folgen. Die Strecke abwärts ist leicht feucht, stellt aber keine Herausforderung dar. Bei Regen könnte das schnell ganz anders aussehen. Die Friedhöfe entlang der Strecke mit den für uns ungewohnten Bebauungen ziehen immer wieder die Blicke an. Die M077 bekommt eine neue Teerdecke. Auch der Straßenbau ist hier interessant anzusehen. Der frische Teer wird hier einfach mit Steinen abgesperrt. Und wenn die verbleibende Straßenbreite nicht ausreicht, muss der Gegenverkehr halt auf dem Randstreifen fahren. Fertige Abschnitte und in Bau befindliche Abschnitte wechseln sich hier immer wieder ab. In Kochkor machen wir einen Stopp. Wir gehen einkaufen und was essen.
Für die heutige Nacht suchen wir uns einen Platz an einem Stausee, dem Otto-Tokoi-Reservoir. Am Morgen geht es weiter auf die letzte Etappe zum Easy Köll. Wir sind schon gespannt, wo wir die anderen wieder treffen werden. Für den Duro ist heute kein guter Tag. Der Elektrikfehler nervt wieder ständig. Immer wieder geht die Stopplampe an, manchmal kommt die Getriebelampe dazu. Wir müssen dann anhalten und den Motor neu starten. Heute gibt es auch immer wieder ein selbstständiges Gasgeben. Das heißt, ich trete nur leicht auf das Gaspedal und der Duro beschleunigt immer weiter, ohne dass ich das Gaspedal weiter durchtrete, bis ich das Gaspedal zurücknehme. Ich halte also mal wieder an, um den Stecker am Getriebe trocken zu putzen. Den trockne ich ja sowieso jeden Tag. Entlang der Pins kommt dort immer Getriebeöl aus dem Getriebe rausgelaufen. Zum Glück ist es ja jetzt nicht mehr so weit bis Almaty, wo ich einen Termin bei Allison gemacht habe. Und dann erreichen wir den Easy Call. Gleich hier im Westen vermuten wir Anja und Klaus, da sie im Polar Steps hier vorne angezeigt werden. Sehen tun wir keinen von den anderen. Vermutlich sind sie doch schon ein Stück weiter gefahren. Wir suchen uns erstmal einen schönen Platz, an dem wir auch stehen bleiben könnten. Dann versuchen wir rauszubekommen, wo die anderen sich gerade befinden. Wir hoffen, dass wir hier eine Runde schwimmen können und wollen dann entscheiden, ob wir hier bleiben oder noch ein Stück fahren. Ah, das wird weiter. Vorne geht's immer rechts hoch auf die Straße. Genau.
Der Platz hier ist ja ganz schön, aber sehr feucht und es gibt jede Menge Mücken. Und mit Schwimmen wird auch nichts. Der Isiköll ist hier vorne sehr flach. Bianca kann gar nicht weit genug rauslaufen, um in schwimmtiefes Wasser zu kommen. Also fahren wir nach einer kurzen Pause weiter. Vielleicht schaffen wir es ja heute noch bis zum Fairytale Canyon. Howdy buddy, my name is Bob, how are you today? Did you come here looking for a brand new Chevrolet? Well, used is fine, I suppose. We sure do got a lot of those. I got everything you'll ever need. I got V8 engines for the kick-ass speed. I got everything you need, no money down. Die Straße hier am Südufer des Isiköll ist Großbaustelle. Total nervig zu fahren. Fertige Abschnitte und im Bau befindliche Abschnitte wechseln sich immer wieder ab. Let's make us a deal. Oh, I don't think that I can do that. Oh, I don't think my manager will approve that. Well, I'll take this back to him, but don't get your hopes up, my friend. Wenn man hier so an dem See langfährt, fühlt es sich an wie am Meer. Das ist ja auch kein Wunder bei der Größe. Der See ist 182 Kilometer lang, 60 Kilometer breit und bis zu 668 Meter tief. Damit ist er nach dem Titicacasee der zweitgrößte Gebirgssee der Erde. Der Isiköll gefriert trotz einer Lufttemperatur von bis zu minus 20 Grad im Winter nie zu. Dies liegt vermutlich daran, dass Tiefenwasser mit Temperaturen über 4 Grad sich rasch mit dem Oberflächenwasser vermischt. Interessant ist auch, dass der Isiköll 118 Zuflüsse hat und keinen Abfluss. Den Bautätigkeiten nach vermuten wir, dass der Fremdenverkehr hier noch um einiges ausgebaut werden soll.
Tankers, die uns hier gerade überholen, sind auch voll mit Touristen. Wir werden sie später am Fairytale Canyon wiedersehen. Und dann sind wir am Ziel, dem Märchental. Der Eintritt in den Canyon kostet 100 Som. Das sind ungefähr 1,08 Euro. Oberländer sind zwei Nachtplätze hier im Tal verzeichnet. Der eine ist der Hauptparkplatz, der andere liegt ein wenig östlich davon. Den wollen wir anfahren, weil wir da mehr Ruhe vermuten. Jetzt sehe ich ganz viele. So, hier könnten wir jetzt links fahren zu dem einen Platz und geradeaus ist, glaube ich, die Alternative, fahren wir nach links. Ja. Wobei da sehe ich, ist das das B-Mobil? Das war zwei. Wegen des authentischen Mitfahrgefühls gibt es hier diesmal keinen Zeitraffer.
Züge vor und zurück und im Sandacker und das ist scheiße. Ich habe jetzt mit irgendeinem Platz gerechnet, aber ich habe auch nicht aufgepasst, wo das Fähnchen ist, ob da genau ein Platz ist. Ich bin einfach weitergefahren, weil die Spur so schön nach weiterfahren aussah. Dann ist der Platz für die Nacht festgelegt. Bis jetzt stehen wir hier noch alleine. Hier im Fairytale Canyon kann man bizarre Felsformationen bewundern, die durch Wind und Wetter aus dem Fels geschnitzt wurden. Den kennen wir. Auf dem Hauptparkplatz sehen wir wie eben schon erspäht das Bimobil. Und daneben vor seinem Landcruiser sitzt Alois. Wir schnacken kurz eine Runde, erfahren, dass Manuela und Richie gerade unterwegs sind und machen uns auch gleich selbst auf dem Weg, den Canyon zu erkunden. Am schönsten wirken die Formationen in der Abendsonne, weshalb gegen Abend auch der Publikumsverkehr nochmal deutlich zunimmt. Wir wählen deshalb auch gleich einen Weg abseits der Hauptformationen. Shoved me out before the nest was cold. I couldn't fly. God, I tried. I hit the ground and I was on my own. Alone in a big blue land with only my legs to stand and no one to lend a hand or to pick me up. Ach, andere Richtung. Ach so, oh. Versehen. Jetzt ist besser, ne? Glück, Mann.
so patiently. Ai. Ah. I was weak. Soon I had. Leider ist der Weg länger als gedacht und führt immer weiter vom Parkplatz weg. Und wir haben nicht mal eine Flasche Wasser mitgenommen. Hatte ich nicht Stopp gesagt? Ich habe keinen Stopp gehört, aber ist alleine gerutscht. Konnte nicht stoppen. Jetzt darfst du weitergehen. Ging kein Stopp. Hier ist der Weg so breit, da gibt es glaube ich Leute, die fahren mit dem Duro bis hierhin. Hier sind Spuren. Viel weiter wäre es auch nicht mehr gegangen. 15 Meter. Und hier ist ein prima Drehplatz. Ach, guck mal da, ein Bimobil. Während wir am Wandern waren, haben Alois und Richie ihre Fahrzeuge zu uns umgeparkt. Anja und Klaus sind, wie wir erfahren haben, schon nachmittags wieder runter zum See gefahren, um dort zu übernachten. Clarissa und Jürgen erwarten wir erst morgen. Ihr habt aber einen schönen Platz hier gefunden. Mir klappt noch nichts. Schon wieder nicht. Wir schwätzen eine Runde, essen etwas und wollen dann auf dem Hauptkamm den Sonnenuntergang erleben. Leider kommen wir dazu einen kleinen Tick zu spät los. Trunk.
und schon wieder ist ein Tag vorbei. Nach einer herrlich ruhigen Nacht machen wir uns auf den Weg runter an den See, um dort einen schönen Platz für die nächsten 2 Tage zu finden. Schreib mal Anja an. Gerade wollte ich Bianca sagen, soll mal Anja anschreiben, wo ihr seid. Moin! Ja. Na, wir suchen die anderen gerade. Die frühstücken jetzt erst. Ja, die waren ja da oben im Märchen, kennen die ein Bier auch. Wir haben da oben zusammen übernachtet. Aber danach haben wir nichts mehr gekriegt. Da gibt es keinen Empfang. Kein Empfang. Nur wenn du oben auf dem Berg irgendwo rumturnst, hast du mal so hier und da. Ja. Auf dem Weg zum Wasser überlegen wir an unserer Route rum. Wir waren davon ausgegangen, noch ca. 5 Tage im Land zu bleiben. Wir wollten am Nordufer des Isiköl Richtung Bischkek fahren und das deutsche Dorf Rotfront besuchen. Der Rest der Gruppe will anscheinend direkt von Karakol aus Richtung Kasachstan. Diese Route hätte für uns den Vorteil, dass wir etwas früher nach Almaty zu Ellison kommen, um unsere Duro-Probleme lösen zu können. Der Platz sieht gut aus. Hier wird es auch mit dem Schwimmen funktionieren. Es ist schon cool, an einem See gefühlt wie an einem Meer zu stehen und den Blick in die schneebedeckten Berge zu haben. Wir bleiben mit Clarissa und Jürgen, die kurz nach uns eintreffen, eine 2. Nacht hier. Ich brauche mal wieder einen Tag Auszeit vom Fahren, um einen Film schneiden zu können. Der Rest macht sich schon auf dem Weg zu den 7 Stieren.
Dann geht es auch für uns weiter nach Karakol. Die Felsformation der Sieben Stiere fällt für uns aus. Das Tempo nimmt zu. Irgendwie haben wir das Gefühl, alle wollen nur noch in die Mongolei. Hier in Karakol wollen wir uns an dem Stellplatz in der Nähe des Riverpark treffen. Das ist gar nicht weit vom Guesthouse Riverside. Nun gehen alle nochmal auf eigene Faust die Stadt erkunden. Jeder hat irgendwas zu erledigen. Wir machen auch ein paar Einkäufe und bringen unsere Wäsche in das Guesthouse Riverside zum Waschen. God, I tried. I hit the ground and I was on my own, alone in a big blue land with only my legs to stand and no one to lend a hand or to pick me up. Und dann ist es plötzlich auch schon wieder dunkel und der Film ist zu Ende. Das nächste Mal fahren wir dann nach Kasachstan und besuchen unter anderem den versunkenen Wald. Ich hoffe, ihr fahrt wieder mit.